Hallo meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut. Wir haben hier ein Thema, das heißt Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. Das heißt auf Englisch Cardinal Numbers und Endordinal Numbers. Wir lernen das zusammen in diesem Video. Jetzt geht's los. Wir beginnen mit den Kardinalzahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und von 13 bis 19, wir sagen die Numbers von 1 to 10, aber wir sagen 10. Zum Beispiel 13, das heißt auf Deutsch 3, 10. 14, 4, 10. 15, 5, 10. 16, 6, 10. Wir sagen hier nicht 6, 10. Das geht nicht. Wir sagen 6, 10. Ohne S. Warum? Weil es geht nicht, kommt S und dann Z. Also wir sagen 6, 10, nicht 6, 10. Noch einmal 6, 10. Und das steht auch im 17, Number 7. Das heißt auf Deutsch 7. Also wir sagen 7, 10. Nein, wir sagen hier auch 17. Ohne EN. 17. 17. Das ist nur die Änderung in diese Zahlen. 8, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 20, 20. Und die Zahlen von 20 bis 100, wir sagen die Zahl und dann 20. Zum Beispiel 21, 21. Wir sagen Number 1 zuerst und dann 20. 21, 22, 23 und so weiter. Number 30, das heißt auf Deutsch 30. 30, 40, 40, 40. Und wenn ich sage 41, wir sagen 41, 42, 42 und so weiter. 50, das heißt auf Deutsch 50, 50, 60, 60, 70, 80, 90 und 100. 100, 1000, 1000, 1 Million, 1 Million. Hier steht eine Übung. Wie heißen die Zahlen auf Deutsch? What is this number auf Deutsch? 16, 10, 16, das heißt auf Deutsch 16, 70, 70, 14, 14, 14, 17, keine 17, wie ich erklärt, 17, 17, 80, 80, 9, 10, 9, 10, 40, 40, 60, 60. Und diese Zahlen 17, 17, 71, 71,
66, das heißt auf Deutsch 66, 33, 33, 98, das heißt 98, 98, 13, 13, 13, 84, 84, 67, das heißt auf Deutsch 67. Noch einmal 67. Und hier steht die ordinale Zahlen, das heißt auf Englisch ordinal numbers. Also wir sagen erste, erste, zweite, zweite, dritte, dritte. Bemerken Sie bitte die Unterschiede zwischen ordinale Zahlen und kardinale Zahlen. Kardinale Zahlen, wir sagen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber die ordinale Zahlen, wir sagen erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, zwölfte. Wir machen am Ende TE. Wann hast du Geburtstag? When have you birthday? Mit den Monaten, wir benutzen Präposition im. Zum Beispiel, ich habe Geburtstag im Januar. Ich habe Geburtstag im Januar. Am ersten Januar. Zum Beispiel auch im April. Im April, am 3. April. Also, wir benutzen im mit den Monaten und am mit ordinalen Zahlen. Im Dezember, am 4. Dezember und so weiter. Im Juli, am 5. Juli. Das ist der Tag, aber im mit den Monaten. Am 6. September. Am 10. Oktober. Am 10. Oktober. Wir benutzen hier den Unterschied zwischen im und am. Im mit den Monaten, am mit den Ortszahlen. Und wenn ich frage nach dem Datum, wir sagen, welches Datum ist heute? What is the day today? Wir sagen das auf Deutsch. Zum Beispiel heute, today is 21 Januar. Wir sagen das auf Deutsch, heute ist der 21. Januar. Noch einmal, heute ist der 21. Wir benutzen am Ende STE, 21. Januar. Heute ist der 21. Erste. Wir sagen das auch. Das ist egal. Okay. Wann feiern wir die Weihnachten? Wann bedeutet when? Celebrate we die Weihnachten, Christmas. Wie kann ich das auf Deutsch sagen? Also, wir benutzen im mit den Monaten im Dezember am 25. Dezember. Noch einmal, im Dezember am 25. Dezember. Wann feiern wir das Neujahr? New Year. Wann bedeutet hier when? Wann celebrate we New Year? Am 1. Januar. Am 1. Januar. Oder wir können sagen,
im Januar am 1. Im Januar, warum hier im? Im mit den Monaten am 1. Am 1. Vergessen Sie nicht die Unterschiede zwischen am und im. Wann feiern wir die Ostern? Wann feiern wir die Ostern? Im März oder April? Im März oder April, ohne Tag hier. Im März oder April. Ich danke Ihnen und bis bald. Tschüss.